Hey ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem Angezockt, und zwar zu dem Angezockt von Cat Quest 2. Ja, 2, es gab schon einen Vorgänger, den habe ich tatsächlich auf der Switch mal privat gespielt und ich fand es super, super süß, habe zumindest schon mal angefangen. Ja, und am 24. September, ist also noch gar nicht so lange her, ist der zweite Teil von Cat Quest erschienen. Und ja, da möchte ich jetzt ganz gerne mal mit euch reinschauen. Ich habe den Key dazu von Green Man Gaming bekommen. Und wenn ihr euch das Spiel auch kaufen möchtet, 14 Euro kostet es, beziehungsweise es ist momentan etwas reduziert, ich glaube normalerweise 15 Euro, dann könnt ihr das tun über den Link in der Videobeschreibung. Dabei handelt es sich um einen Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr das Spiel darüber kauft, dann unterstützt ihr uns ein bisschen, ohne mehr zu zahlen. Ja, Cat Quest. Ein Krieg zwischen den Katzen von Felingard und den Hunden des Lupusreiches droht wieder auszubrechen, wieder aufzukommen. Und das ist der Punkt, wo wir hier einsetzen. Ihr seht es schon, wir können es alleine spielen oder auch gemeinsam. Das gemeinsame Spielen funktioniert im Local Co-op, das heißt, ihr müsst zu zweit vorm PC sitzen. Funktioniert dann über einen Splitscreen oder ihr spielt das Ganze alleine. Das Spiel hat eine komplette Controller, lässt sich komplett mit dem Controller steuern. Ist Controller optimiert? Ich mache das jetzt nicht, weil ich meinen Controller nicht gefunden habe. Sad life. Und es hat Remote Play. Ihr könnt es von eurem PC, also ihr müsst es am PC spielen, beziehungsweise am PC laufen haben, könnt aber Ton und Bild so spiegeln, dass ihr es auf einem anderen Gerät spielen könnt. Ihr könnt es zum Beispiel auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet spielen oder über euer Smart TV steuern. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Was haben wir denn hier? Ja, ne, das passt soweit alles, hätte ich gesagt. So, Tastatur. Angreifen. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Neues Spiel. Ah, oh, es ist so süß. Es ist süß. Ich freue mich drauf, weil Cat Quest fand ich mega putzig, als ich es mir das erste Mal angeschaut habe. Vor langer Zeit herrschte das Böse. Zwei Könige kämpften dagegen, erlagen aber seiner Versuchung. Doch die Prophezeiung sagte ihre Rückkehr voraus. Denn nur ihr Licht kann die Dunkelheit durchdringen. Und sind sie nicht süß, die Katzen und die Hunde? Die müssen sich nämlich jetzt tatsächlich verbünden, obwohl sie sich eigentlich nicht leiden können. Hat man sowas schon gesehen? Die Mountsküste. Ah, es ist so süß. Oh, Kiri. Kiri ist ja goldig. Meine Könige, ihr seid wirklich zurück. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Ich bin es, Kiri, euer königlicher Berater. Die Welt ist in Gefahr. Ihr müsst mir folgen. Okay, Steuerung mit WASD, wenn ich das Ganze auf der Tastatur spiele. Ich sehe euch auf der anderen Seite. Okay. Ja, und jetzt kann eben einer den Hund und einer die Katze spielen. Und hier haben wir direkt eine Truhe. Katzenlumpen. So, ausrüsten mit Tasche. Wie komme ich da rein? Über Tab, alles klar. Da haben wir den Katzenlumpen. So, guck mal, jetzt ist unsere Katze schon mal nicht mehr nackig. Ist das... Oh, da dürfen wir nicht reinrennen. Ist das nicht niedlich? Wir haben jetzt hier am Anfang kein großartiges Tutorial, beziehungsweise es ist so ein bisschen Learning by Doing. Und da haben wir auch schon den Hundelumpen. So, dass auch unser armer Hund nicht mehr nackig laufen muss. Warte mal, kann ich nicht... Ah. Hat er jetzt... Ja, er hat jetzt den Hundelumpen an. Alles gut. Oh. Es ist Rudolf, der rotnasige Igel. So, Space, um vor Feindangriffen wegzurollen. Also die Leertaste. Sieht dann so aus. So, man muss nämlich hier manchmal gucken, dass man wirklich so ein bisschen rauskommt. Ihr habt es gerade eben gesehen, die haben so einen roten Effekt neben sich. Da sollte man nicht drinstehen. Mit der Macht der ersten Könige erweckt diese Macht in euch. Du hast Flammenschnurren und Frosttatze gelernt. Ah, ist das süß. R, um Magie zu verwenden. Oh, wow. Das war krass. Wie kann ich jetzt aber...
Wie kann ich jetzt auswählen, welche Magie ich verwenden möchte? Nein, ich habe keinen Mana mehr. Ich kämpfe ja wieder sehr planvoll los, wie auch immer. Oh Gott, das Spiel ist einfach so süß. Okay, der Gegner war dumm. Denken sich die beiden auch. Okay. Das wird uns aber mit Sicherheit noch hilfreich sein, ja. So, platt. Ist es das? Um Charaktere während eines Solospiels zu wechseln. Ah, X drücken und dann kann ich hier... Kann ich auch das Hundi spielen. Und die sind so cool. Der kann aber keine Magie. Wegrollen. So, den haben wir auch. Oh Gott, das Spiel ist so süß. Ich spiele trotzdem erstmal wieder die Katze weiter. Guck mal, die hat einen Ohrring. Ich spiele trotzdem erstmal weiter. Da ich mit ihr hier ein paar magische Angriffe habe. Dungeon abgeschlossen. Ach Gott, Leute, ich liebe das Spiel jetzt schon. So, ruht bei den Sichersteinen, um euch zu erholen. Und guck mal, da kippen die so um und kriegen 100% von... Es ist einfach so süß. Dies wird euch nicht gefallen, aber böse Könige haben eure Throne gestohlen. Löwener, der Fellfolger. Und Wolfen, der Labrador. Deshalb könnt nur ihr uns helfen, meine Könige. Der Labrador. Oh Gott. So, Königsmarke. Was haben wir denn hier? Die Königsmarke ermöglicht eine schnelle Reise durch eure Königreiche. Ah. Ja, dann folgen wir doch mal unserem königlichen Berater, ne? Hier ist Südtatz. Wir sind in Südtatz angekommen und so sieht jetzt auch die Map aus, auf der wir uns bewegen. Und ja, wir sind die Gegner hier. Wir sind jetzt in Felingard, aber Löwener herrscht hier. Eine Schmiedin namens KitKat hat versprochen, uns zu helfen. Treffen wir uns dort. Gott, Leute, ich liebe das Spiel. Oh, und willkommen zu Hause, eure Miaustäten. Yay, Level Up! Sehr nice. Und wir können ja auch mit allen verbündeten Tieren reden, die wir hier treffen. Und auch weitere Quests bekommen. Miau, Löwener ist ein furchtbarer König. Nur sein Krieg mit dem Lupus-Kaiserreich ist ihm wichtig. Hm. Guck mal, hier könnten wir rein theoretisch auch wieder Rast machen. Roll dich raus! Ja, nein! Oh, au, ahahaha. Oh, es ist so niedlich. Ich habe keinen Mana mehr. Ungünstig. So, wir sind jetzt in den Mounsfeldern, ne? So. Und wir folgen jetzt erstmal dem Pfeil nach rechts und kämpfen aber dabei ruhig ein bisschen weiter. Ha. Oh, Level 3, das ging ja flott. So, da ist Kiri wieder. Oh, sorry, Kiri. Eure Miaustät, Kit ist etwas zugestoßen. Schmiedin Kit, Schwierigkeit, 2 Totenköpfe, wir gehen es an. Sieh dir diese Notiz an Kits Tür an. Bin kurz weg, komme bald zurück. Das war vor 2 Tagen. Ich mache mir Sorgen, dass sie in Schwierigkeiten ist. Du hast ihren Geruch aufgespürt? Guter Hund. Ich meine, gut gemacht, ihre Wauheit. Wer ist ein feiner Hund? Wer ist ein... Was haben wir hier noch? Der Buchhalter. Ich bin der Wächter aller Geschichten der Zeit. Möchtest du die Zeit bei diesem Auftrag zurückdrehen, bis zu dem Moment, an dem du ihn angenommen hast? Nee, weil da sind wir jetzt gerade sowieso schon. Wir wollen ihn nicht abbrechen. Oh, da ist eine Münze. Oh. Helft mir! Sofort! In der Küstenhöhle ist eine Lady gefangen, so klingt es. Da hinten ist die Schmiedin. Augenblick mal, ihr seid diejenigen, von denen Kiri mir erzählt hat, oder? Oh, entschuldigt meine Unhöflichkeit, eure Miaustäten, aber ich weiß nicht weiter. Ich bin zu faul, um mir diese Erze dort zu holen. Würdet ihr mir helfen? Bitte.
Zu faul, really? Okay. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. Bin ich früh genug weggerollt? Aua, wieder nicht. Alter. Oha. Ich hab's gerade noch nicht drauf, wieder mit dem Ausweichen. So. Wir haben die Erze. Wir haben der faulen Schmiedin geholfen. Und da hinten ist direkt das nächste. Dort drüben sind noch mehr eure Miaustäten. Wie sie einfach mal hier ihre Könige, ne? Darum bittet, dass wir ihr das Erz aus der Mine holen. Aber gut. So, ihr seht es immer, da füllt sich dann dieser Kreis außenrum und wenn der voll ist, dann gibt's Aua. Dann sollten wir definitiv nicht mehr in der Aua, in der direkten Nähe sein vom Gegner. Ich hab's gerade gesehen. Oha, und bei dem lädt sich das deutlich schneller auf als bei den anderen beiden. Au. So, die Erze haben wir auch. Und hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. Ritterrüstung. Ja, nice. Die bekommt jetzt mal unsere kleine Katze hier. Guck mal, ist das nicht süß? Also ganz ehrlich, dieses Spiel, ne? Ich habe den ersten Teil, habe ich schon richtig, richtig gerne gespielt. Oh. No! Aha. Komm. Jawohl. Das war super taktisch. Katzabenteuergewand. Ja, warte mal, dann nehmen wir jetzt das Katzabenteuergewand. Und der kleine Hund bekommt die Ritterrüstung. Wie cool das aussieht. So. Ich bin beeindruckt. Ich sehe euch in der Werkstatt wieder. Herz. Ah, oh, ist unser kleiner Katzenkönig etwa verliebt? Ist er in love? Wer ist das da hinten? Er fordert einen goldenen Schlüssel. Das ist irgendwie so eine krasse Truhe. Wartet, wie hoch ist die Steuer noch einmal? Tut mir leid, Madam. Alle Katzen, die neuen Gesetze nicht befolgen, werden verfolgt. Okay, nimm es. Oh. Hat sie jetzt das Erz wieder abgenommen bekommen? Also, Kit wird unsere persönliche Schmiedin sein. Ah. Genau. Kommt zu mir, wenn eine Rüstung verbessert werden muss. Hey ihr, wollt ihr eure Rüstung verbessern? Wie geht das denn nochmal? Für 40 Münzen. Ach ja, ich habe ja schon einiges, ne? So, ist jetzt Level 2 und damit haben wir mehr Angriffskraft. Dann könnten wir die auch direkt noch verbessern. Dann hat die mehr Tankkraft, sag ich mal. Und wir sollten uns definitiv jetzt gleich mal hinlegen. Und was ist das für ein böser Katzenmagier gewesen hier? Pfotartige Neuigkeiten. Die Magier wollen ebenfalls helfen, Löwenet zu bekämpfen. Machen wir uns schnell auf zum geheimnisvollen Hauptquartier. Und wir haben ein Level abbekommen. Weil wir müssen hier mal noch ein bisschen ausweichen. Es ist ganz ehrlich, Leute, ich sag's euch, das Spiel macht einfach nur mega Spaß. Aber so richtig. So richtig, richtig, richtig. Also es ist so einfach, es von seiner Art ist, von seiner Machart. Ich glaube, das ist gerade irgendwie das, was es so mega süß macht. Guck mal, wie man hier, wie die Mobs aussehen, gegen die man kämpft. Die Gegner und wie wir hier auf der Map rumlaufen. Ich finde es grandios. Ich finde es spitzenmäßig. Und guck mal hier trotzdem der Stil, wie sich hier einfach die Berge im Wasser spiegeln. Im Katzpitalsee. Es ist einfach total toll. Richtig nice.
So, ich werde jetzt hier aber mal mich wieder hinschmeißen, in den Dreck werfen, denn so können wir auch speichern. Ich möchte mich nämlich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mal noch so 2 Folgen weiterspielen. Da gucken wir einfach mal, was ihr zu dem Spiel sagt. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch spielen möchtet, ihr findet einen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann bin ich mal gespannt auf eure Meinung und bis dahin. Tschüss!